Ah, Hilfe! Jungs, was macht ihr denn hier? Ich schläfe gerade, oh mein Gott. Oh, Jungs! Was wird das hier, wenn es fertig ist? Oh Gott. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute melden wir uns aus dem wunderbaren Monza. Es ist unser Heimspiel, eins von zwei. Mit dabei heute Knitti. Hallo, na? Und heute Chefstratege der Andi, aka Dr. Rush von der MXL. Ja, servus, ist mir eine Ehre. Ja. Ja, liebe Leute, ihr habt schon gesehen, genau. Opa, ich fahr kurz ins Kiesbett, entschuldige. Ja, ich habe meine Alpha Tauri Cappy an und erstmal Grüße an jeden einzelnen Alpha Tauri Fahrer hier in der MXL. Grüße auch an Infinity und auch an Edor und auch an Unico. Ja, Herrschaften, ihr seht es gerade, ich kann es selber kaum glauben. Ich starte von der Pole Position mit Mediums. Also, strategischer Vorteil ist absolut gesetzt. Ja, mein Teammate startet von der 13, aber da geht auf jeden Fall was vorne. Also in Q1 hat er auf jeden Fall was gezeigt. So, Rennen und Qualifikationen waren bzw. sind komplett trocken und ich würde sagen, let's go! Oh, da rummelt schon wieder hier überall. Die ganze Zeit. Ja, ich glaube, der Red Bull hinter dir bei könnte sich was angefahren haben am Flügel. Könnte. Ah, ich denke, an Tibor kannst du dranbleiben mit dem DRS. Dachte ich mir auch gerade. Ich bin eben extra in der Kurve gerade nochmal zur Clean Air gewechselt. Ansonsten überhitzen meine Reifen. Okay. Komm her. Glaube ich, sehe jetzt dein ERS-Stand bei dir nicht, Mike, oder? 95. Oh ja, dann hau raus, auf jeden Fall, um dran zu bleiben. Ja, aber Monza ist ja generell so eine Strecke, wo man wirklich mit dem ERS aufpassen muss. Du hast nur in den Lesmos die Möglichkeit, was zurückzugewinnen. Ja, schon, das stimmt. Aber ich meine jetzt so, wenn du auf die DRS gerade oder so rausgehst, ruhig ein bisschen mehr verballern, um dran zu bleiben oder rauszukommen oder sowas. Ja. Tibor! Ey! Das war aber schon fast eine Divebomb. Okay, Verwarnung 1. Bitte! Okay. Oh, Photon mischt sich hinter dir mit ein. Ja. Gesehen. Tibor ist weg, Tibor ist weg. Gedreht. Safety Car. Und hat einen Flügelschaden. Ah, sehr schade. Oh, Safety Car in this lap. Ja, das ist aber also spät, mein lieber Herr Mailänder. Daske ist weg vom Fenster, der muss jetzt nochmal in die Box, der hat Flügelschaden. Also der fällt aus der Kalkulation heute komplett raus. Capo auch. Wir sind beide jetzt ganz hin. So, Attacke! Attacke! Ja, ich hätte ein bisschen früher Bescheid sagen sollen, damit Kitty Bescheid weiß. Alter! Keine ist ausgeschieden? Lass mich raten. Alter, Leute! Oh Mann, ey, was? Es ist jetzt schon ein total bekloppter Grand Prix. Okay, jetzt sage ich dir aber gleich Bescheid. Wie sieht mein Benzinstand eigentlich aus? 2,4 Runden. Ich kann nachher so hart prügeln. Dieser Grand Prix ist einfach nur spektakulär.
Erst die Pole Position, für mich die erste in dieser Saison. Und dann führe ich auch noch ein Grand Prix an. Also, toll. Ah, ich verstehe. Suzuka hat eine Durchfahrtsstrafe, das ist es. Oh, nee, ne? Ach, der arme Kerl, ey. Also, ich dachte zuerst, das wäre eine Zeitstrafe, aber das ist eine Durchfahrtsstrafe. Durchfahrtsstrafe ist doch Rasen während des Safety Cars, oder nicht? Ja. Delta. Ja. Er hat das Delta wahrscheinlich dann übersehen. Aha. Dieses Mal deutlich früher als eben. So. Kitty ist auf 4. Sehr schön, sehr schön. Ja, los geht's. Kitty, bist du ready? Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Ich hab mir das geahnt. Reingehen. Ich wollte gerade reingehen, weil ich mir schon was gedacht habe. Okay, jetzt werde ich ein bisschen durchgereicht, aber das ist vollkommen normal. Okay, Jungs, jetzt einen sauberen Stop hier. Komm. 2,5 Sekunden. Überhole keinen. Keinen ist zu langsam. Hä? Ja, okay, alles klar. Matrix kommt ganz knapp vor mir wieder raus. Schade, ey. Aber gut, ich bin auf Platz 7. Und Matrix hat eine 5-Sekunden-Strafe. Nein! Nicht dein Ernst. Ja, der war ganz knapp hinter dir. Der hat sich in der letzten Sekunde umentschieden, so wie das da aussieht. Och, nö, ey. Ach, schade, Rico. Okay. Was ist das denn hier? Indycar-Start oder was? Ja, Chris macht das auch immer ganz gerne. Der wartet. Wow, da fliegt einer ab. Capo, DNF. Cedric DNF, sorry. Kein Safety Car? Sasuke wurde disqualifiziert. Ja. Alter, was? Sasuke disqualifiziert wegen Durchfahrtsstrafe. Was für ein Grand Prix. Der hat jetzt so viele Safety Cars gehabt, dass er keine Zeit hatte, die Durchfahrtsstrafe abzusetzen. Das ist aber auch echt unfair. Ist es auch. Hilfe! Jungs, was macht ihr denn hier? Ich schläfe gerade, oh mein Gott. Oh, Jungs! Was wird das hier, wenn es fertig ist? Oh Gott. So, Rico. Jetzt habe ich dich. Rico blinkt, den hast du. Hä? Ich spare meine erst noch ein bisschen. Auf jeden Fall, Rico ist schon im unter 10 Bereich, so das da aussieht. Florocopter! Oh Mann, ey. Verliert sein Auto fast im Kiesbett. Und kann gerade eben noch so vor der Bande halt machen. Was? Vorsicht, Knittig, du wirst jetzt auch gleich Florocopter auflaufen. Das ist auch mal 2 Sekunden Entfernung. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus.
Ja, schätz mal Rico's Pace gleich ab und guck mal, ob es sich lohnt, vorbeizugehen. Oder ob du vielleicht dich ein bisschen an ransaugen kannst. Du meinst so? Ja. Yeah. Nee, ich meine mit DRS einfach ransaugen, da kannst du okay. ERS sparen. Aber jetzt, wenn du schon vorbei bist. Das Geile ist, wenn du rausbeschleunigst. Da hat mir andere einen Tipp gegeben, am besten so hochtourig wie möglich fahren. Also vierter Gang und dann ERS und sowas, meine ich, hat er gesagt. Okay, ja, ergibt Sinn eigentlich. Ne? Ja, das machen die E-Sportler, nehme ich. So, 1,6 Sekunden zu Chris und ich habe noch 9 Runden Zeit. Schaffe ich hier meinen ersten Sieg, ja oder nein? Ja. Yes, P1. Yes. Wenn er gleich mit DRS ohne größere Probleme vorbeikommt, empfehle ich wirklich, vielleicht sogar 1, 2, 3 Runden noch hinter ihm zu bleiben. Mhm. Oder zumindest das ERS zu sparen. Ich gehe mal auf die Kampflinie. Boah, Chris, du bremst aber früh. Oh. Reifen. Oh, super. Kaum abgenutzt. Sauber. Oh, hab ich da Glück gehabt. Ich habe eine Idee, was ich mache. Ich bleib hinter Chris. Und dann Startziel hämmer ich an ihn vorbei. Oder halt wirklich einfach ohne ERS, nur mit dem DRS vielleicht ein bisschen mitziehen lassen, aber. Ja, ERS ist noch bei über 60. Jawohl! Nein. Schade. Peti, auf welchem Platz bist du? Okay. Von 6. Haben denn ein paar von dir Strafen vor dir? Nee, nein. Hast du irgendwelche Strafen? Eine Verwarnung. Okay, ich habe 2. Ja, den einen oder anderen kriegst du noch. Davon bin ich überzeugt. Also, Rico ist hinter mir, 1,5 Sekunden, hat zwar eine 5-Sekunden-Strafe, aber kommt immer so ein bisschen näher. Ja, der will pushen, der braucht noch 1,3 Sekunden zu Chris, dann hat er P2. Das ergibt Sinn. Ja, Rico kommt ganz langsam raus, aber Podium hat das safe. Ja, Podium hat das safe, das stimmt. Ah, das kriegt er noch, der braucht noch 6 Zehntel, das kriegt er. Letzte Kurve. Raus beschleunigen. Und dann hat er's! 4,5 lange Jahre musste ich auf einen Ligasieg warten! Geil! Geil, Alter! 4,5 lange Jahre! Letzter Sieg! Russland 2017! So lange musste ich warten! Oh, yes! Geil, Alter. Schön gemacht, Mike. Ah. Mike muss ja ins Fernsehen. ich muss ins Fernsehen. Fand ich gut. Das ist echt gut. Ey, das ist so ärgerlich, ne? Ja, kann ich verstehen. Wo war ich? 5, ja. 6? Fünfter warst du eben. Ja. So, liebe Leute, das war's mit dem Rennen von Italien. Hier nochmal alles in Übersicht. Ich gewinne den Italien Grand Prix von Matrix und Chris. Spin, Photon, Flo, Lucky, McGill, Sam Motor, Spoko, Andeon, Capo, Knitti,
Knusper holen und Cedric gehen mehr Punkte nach Hause. Heisenbrett, kein Tibor, Sasuke, leider nicht. Ja, ich hätte es nicht geglaubt, aber eine lange, lange Serie geht zu Ende. Deswegen würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und gerne ein Abo dalassen, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, danke an Kniti fürs Punkte holen, danke an Dr. Rush für die Beratung und würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.